Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf Off-Motion, heute von der Retro Classics 2020. Ich habe hier mit viel gerechnet, aber mit dem dann nicht. Ein Lamborghini Centenario LP77-4 und dann in so einer Art Candy Red. Mit Lack bei Lamborghini kenne ich mich leider nicht aus, deswegen kann ich euch den Lackcode nicht sagen, aber es ist ein knalliges Rot. Ich zeige euch das Auto gleich mal im Detail. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mega begeistert, als ich das gesehen habe. Und zu dem komme ich dann in einem anderen Video, aber da habt ihr ja schon ein paar bei mir gesehen, aus Genf und so weiter. Deswegen, aber in Gelb habe ich ihn so jetzt auch noch nicht live gesehen, auch nicht schlecht. Aber nun erstmal zu dem. Der Centenario ist hier ausgestellt von der Firma Messina Classics. Die haben hier mehrere Fahrzeuge mitgebracht. Das ist einer von 20. Es gab 20 Roadster und 20 Coupés. Alle 40 Fahrzeuge wurden bis Ende 2017 ausgeliefert. Das heißt, das hier ist eines von 40 Fahrzeugen, die es überhaupt gibt. Technisch basiert das Fahrzeug auf dem Lamborghini Aventador. Bedeutet also 12 Zylinder mit 770 PS, Allradantrieb und auch Ähnlichkeiten in der Form lassen sich natürlich erkennen. Lamborghini typische Form, aber das Heck ist ganz anders. Und zwar, wenn wir jetzt das Heck anschauen, dann sehen wir schon gleich, wir haben diese drei eingelassenen Endrohre und wir haben diese Finnen für eine bessere Aerodynamik, eine bessere Fahrstabilität, eine komplett geänderte Heckpartie in Sachen Rückleuchten. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse an dem Fahrzeug habt, einfach mal bei Messina Classics vorbeischauen. Die verkaufen dieses Fahrzeug aktuell. Unter Glas und Carbon finden wir dann den 12-Zylinder. Spiegel leider etwas, ich versuche euch mal das so ein bisschen rauszuholen. Aber wir sehen hier gut belüftet alles. Und natürlich ein Träumchen der Innenraum. Alcantara, Hochglanzlack in Schwarz. Passformsitze. Sportsitze vom Feinsten mit dem eingesteppten Lamborghini-Logo ebenfalls zur Wagenfarbe passend. Und was man auch beachten muss, sind die Ein- und Ausstiegslaschen, Türgriffe, Türlaschen. Direkt darunter, ja, Carbon, natürlich alles High-End bei dem Fahrzeug. Man beachte auch die Räder, das Raddesign. Es ist eine ganz spezielle Turbinenform und das Rad ist voll Carbon, zumindest außen der Rotor. Aber nochmal zurück zum Heck. Ich muss ganz ehrlich sagen, desto länger ich drüber nachdenke, desto weniger gefällt mir das. Dass dieser runde Arsch, zwar mit diesen riesen Walzen, das ist schon cool, aber irgendwie, da muss ich sagen, wäre mir ein Aventador lieber. Aber lasst mal einen Kommentar da, was ihr von dem Heck haltet. Ob euch das gefällt oder dann doch lieber der Original Aventador. Mal abgesehen davon, dass es natürlich eine limitierte Serie ist. Von mir und dem Lamborghini Centenario Roadster, einer von nur 20 und mit Sicherheit noch weniger in dieser Farbe. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, checkt meinen Kanal und vor allen Dingen abonniert und aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wahrscheinlich mit diesem Fahrzeug.